Hallo und herzlich willkommen zum ersten Call of Duty Advanced Warfare Commentary. Ich habe einen alten Kollegen mit dabei, nämlich den Christian, mit dem habe ich früher ganz viel Call of Duty Ghost gezockt, nur das war irgendwie nicht so gut wie das jetzige Call of Duty, nämlich Call of Duty Advanced Warfare. Kurz zum Gameplay, am Anfang habe ich erstmal ein bisschen gefailt, weil ich mit dem, eigentlich komme ich mit dem Klasseneditor klar, aber ich habe mich zweimal verklickt und habe zweimal diese scheiß Laserwaffe genommen, mit der ich überhaupt nicht klarkomme, aber danach habe ich die richtige Klasse erwischt. Und wir erzählen in diesem Video einfach mal ein bisschen über das Spiel, was wir so gut finden. Und ich habe selber erst so 3-4 Runden gespielt. Christian hat das schon ein bisschen länger gespielt, deswegen habe ich den dazu geholt. Der hat es mir schon seit gestern, ich musste das erst noch runterladen, habe aber auch die Day One Edition, das heißt hier das goldene Exoskelett. Christian, was sagst du zum Spiel? Ja, Hammer voll der U, würde ich sagen. Also das Spiel ist halt einfach mal das beste COD, wo gibt. Ja. Wenn ihr euch fragt, warum hat der Typ jetzt eine Grammatik wie ein abgebrochener Hilfsschüler? Ja, weil es lustig ist. Spaß. Also das Spiel ist wirklich gut. Movement, wer davor nicht Titanfall oder ähnliches gespielt hat, oder Quake, der ist natürlich erstmal ziemlich am Arsch. Definitiv. Aber für die ganzen kleinen Noobies gibt es natürlich auch einen kleinen extra Spielmodus. Und zwar, da lernt man die Grundzüge. Man nennt die Single. Und es gibt noch einen extra Spielmodus, wo der Exo-Suit nicht funktioniert, aber ganz ehrlich, wozu ein Spiel mit Jetpack holen, was mal hammergeil ist, wenn es ein Spiel ein Jetpack gibt, und dann nicht benutzen, das wäre sehr dumm. Verleugnung. Blasphemie. Weil das Exoskelett so viele geile Gameplay-Neuerungen bringt, man braucht jetzt auf jeden Fall ein wesentlich besseres Aiming als früher. Früher war ja in Call of Duty eher so Dauerfeuer und immer rauf da. Das funktioniert und jetzt schön nicht mehr in der so. Ecke ihr müsst campen, draufbleiben. Funktioniert auch nicht mehr. Nee, absolut nicht. Also in dem Gameplay werdet ihr auch gesehen haben, also das seht ihr noch, wer gesagt, dass ich einmal in so einem Bad oder was auch das auch immer ist, reinlaufe und da campt einer. Ja, jetzt ist die Szene. Und den habe ich dann erstmal schön weggeschossen. Campen ist einfach nicht. Du hast da keine Chance. Ich hab's gerade gesehen, dein Gameplay sieht sehr gut aus. Ja. Jetzt spiele ich übrigens die richtige Klasse, die ich von Anfang an spielen wollte mit der Schrotze. Was hast du eigentlich zur Schrotze? Ja, ja, die ist geil. Habe ich noch nicht gemacht, ich wollte meine Ehre noch nicht so früh abgeben. Boah, also ich finde die Schrotze hammergeil, nur auf Entfernung ist sie extrem kacke. Da brauchst du bis zu 3 Schuss, bis ein Gegner umfällt. Aber die schießt dafür auch schön schnell. Muss man echt sagen. Ja, ich habe noch keine Hacker in dem Spiel erlebt. Haben die neuen, also das, den Hacker-Schutz von Black Ops übernommen, weißt du das? Ja, die haben Black Ops 2 Hackshot übernommen. Ja, was auch genial ist, sie haben erstmal den Hackern Mittelfinger gezeigt, indem sie eine Warhack-Granate reingeballert haben. Die aber nicht mal so OP ist, wie sie anfangs schien. Ja. Sondern ist jetzt nichts Schlechtes, aber auch nichts, wo du sagst, boah, Hammer vor der U, Alter, wenn ich das nicht habe, bin ich am Arsch. Ja. Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte das auch einmal, obwohl ich da nichts aktiviert hatte, dass ich irgendwie Gegner durch die Wand sehen konnte, die sogar gecampt haben, die habe ich da auch bekommen. Sieht man übrigens auch hier im Gameplay, witzigerweise alles. Das ist nicht so krass, man weiß zwar ungefähr, wo die sind, man sieht es auch, aber umsonst so weiter man weg ist, umsonst so schwächer sieht man das auch. Umsonst so näher man dran ist, umsonst so stärker wird das. Ich glaube, das ist so richtig, ne? Und Jungs, wenn ihr euch fragt, warum hat Jonathan eine gute KD, warum zeigt er all das in einem Gameplay, was dieses Spiel gut macht? Er hat zwar Activision gekauft, nein, Spaß. Er hat selber gespielt und er hat das Spiel gespielt, wie es gespielt werden soll. Und dadurch hat er halt Spaß gehabt und war gut. Eben, weil, und das Spiel wer sich an die Regeln hält und Spaß hat, der wird auch gut sein. Ja, vor allem benutzt wirklich diesen Jetpack und wenn jemand auf euch schießt, fangt einfach an zu jumpen, weil die meisten haben wirklich Probleme damit, mit so springenden Gegnern klarzukommen, weil die meisten Spieler können nicht aimen und daher verlieren sie dann in diesem Spiel. Ich wette auch, dass dieses Spiel, weil es eben ein bisschen schwieriger ist als die anderen Call of Duties, wahrscheinlich, ich sag mal, von den Noobs jetzt nicht so gespielt wird. Nö, gab ja schon die ersten, die das Spiel gehatet haben, weil sie scheiße sind. Dann habe ich die so bei mir in der Schule, ich habe sie gefragt auf dem Hausbuch, was findet ihr in dem Spiel scheiße?
Ja, ich treffe die Leute nicht. Ich warte die ganze Zeit auf Gegner. Dachte ich mir so mal, Junge, Captain sollte sowieso nicht sein. Ja. Schlimm, dann sollen sie doch Ghost spielen. Da sollen sie Ghost spielen und da kann man super campen, ne? Das kann der Christian bestätigen. Wir haben das Spiel versucht zusammen zu spielen, ey. Das geht einfach nicht. Ghost war richtig kacke. Ghost ist einfach nur von Day One ab einfach nur kaputt und ich weiß nicht, das wurde bestimmt dafür gemacht, dass das Spiel einfach kaputt ist. Ja, ist ich habe keine Ahnung, was die sich dabei einfach nur gemacht haben. Ja, bestimmt einfach nur die Erwartung an das nächste Call of Duty senken. Ja, ach, dass wir jetzt ein bisschen gehypter sind. Also, man muss dazu sagen, ich habe mir, bevor das Spiel rauskam, wirklich nicht... Also, doch, ich habe einen Trailer angeguckt, das war's dann aber auch, ja. Weil ich mich einfach mal nicht hypen lassen wollte. Ich wollte einfach mal erstmal gucken, so dass ich mir wirklich möglichst eine eigene Meinung dazu bilden kann. Und meine Meinung ist, das Spiel ist geil, kauft es euch, ich stelle einen Link unten in die Beschreibung von MMOGA. Da könnt ihr euch das anstatt für 60 Euro im Geschäft für 44 Euro kaufen. Das ist also extrem günstig. Die Day One Edition, lohnt sich das eigentlich noch? Ich glaube schon, ne? Ja, da habt ihr Gold. Goldenes Exoskelett, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber für der Uhu, Alter. Sieht auf alle Fälle sehr, sehr schnieke aus. Ja. Und diesmal apropos, das sieht schnieke aus, das Spiel sieht... ziemlich ja, geil aus. Gute Überleitung, ne? Da wollte ich nämlich auch gerade eigentlich drauf zu sprechen kommen, aber... Ja, kannst du ruhig sagen. Also ich wollte einen kurzen Vergleich mit Battlefield 4 machen. Die Battle-Packs, die es hier gibt, sind sinnvoll. Und die Grafik ist besser als die von Battlefield 4. So, da ist jetzt, habe ich es euch gegeben. Oha. Ja, das ist Geschmackssache natürlich. Die Grafik ist besser, wenn es auf Ultra spielt. Zweites Spiel auf Ultra ist das Spiel besser. Ey, ich kann es noch nicht auf Ultra spielen, weil, nicht weil mein PC scheiße ist, bevor da irgendwelche Leute jetzt sagen, Arbeitsspeicher, PC scheiße. Yo, Arbeitsspeicher. Ich habe 4 GB Arbeitsspeicher und wenn ich aufnehmen will und gleichzeitig auf Ultra spielen möchte. Jo. Das sind sie hier. Erstmal Fett i7 drinne, weißt du? GTX 980, aber nur 4 GB Arbeitsspeicher. Das sind die richtigen. Ja, ich habe jetzt RAM bestellt. Eigentlich sollte das auch heute da sein, aber ja, Post eben, ne? Kommt wohl morgen an, hoffe ich. Post hat sich den Arbeitsspeicher aus, hier nochmal, das auch so ein knieseriger Typ ist. Naja, das Gameplay ist vorbei, das war nur 7 Minuten lang. Ich würde mal sagen, das war's erstmal. Das war so unser kleiner Ersteindruck. Vielleicht machen wir ja nochmal zusammen ein Video, wenn wir das Spiel länger gespielt haben. Bis jetzt können wir ja nur eine Kaufempfehlung aussprechen, oder? Ja, aber voll. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.